Willkommen bei Ich rauche nicht. Mein Name ist Robert. Heute geht es um den Typhoon GT4S, die kleinere Version von Smokerstore. 44 mm in der Höhe, ohne Triptipp, ohne 510er unten, 3,5 ml Tankvolumen, 24 mm Durchmesser. Das sind einmal so die Fakten zu diesem Gerät. Wir schauen uns jetzt natürlich gleich wieder mal den Aufbau an. Und ich zeige euch vor allem auch die Unterschiede zum Vorgänger. Vorgänger, naja, zur großen Variante, sagen wir es einmal so. Also, hier seht ihr jetzt einmal das Teil. Hier Typhoon GT4S eingearbeitet. Was gleich mal hier auffällt, ist natürlich der komplett anders aussehende Tank, also dieses Tankschild im Vergleich zum normalen GT4. Wir haben hier auch wieder eine Liquid Control verbaut, die jetzt hier leicht gängiger ist als beim Vorgänger. Du hast einen festeren Anschlag links und rechts und du hast hier drinnen gefräste O-Ring-Führung in diesem PSU-Tank. Mit der Liquid Control habe ich in der Praxis überhaupt keine Probleme gehabt. Die ist wirklich leicht zu bedienen. Airflow, die ist hier unten unverändert zum Vorgänger, unverändert zum GT4. Entweder die Luft kommt hier von einer Seite hier oder wenn ihr wollt, auch von zwei Seiten hier zu eurer Coil. Ist ja Single-Coiler. Unten zeige ich jetzt auch noch mal her, wie das hier aussieht beim 510er. Hier oben haben wir ein 510er Trip-Tip. Hier ist so ein Whiteboard-Trip-Tip da drinnen. Es gibt hier keine Erhöhung mehr. Das heißt, beim GT4, das seht ihr dann, hattet ihr hier so eine kleine Erhöhung und dann war es nicht ganz so leicht, seine eigenen Triptipps hier so zu verwenden, wie man sie möchte. Hier bei dem fällt dieses Problem weg. Wir schauen jetzt einmal hier zur Befüllung. Oben einfach hier aufschrauben. Schön mit einem Grip. Das läuft sehr gut. Ihr seht ja wieder schöne große Befüllöffnungen hier drinnen an O-Ring versteckt. Und das Gewinde greift auch sofort sehr schön zu befestigen. Da unten haben wir ja eigentlich auch überall so ein schönes Grip. Also du kannst hier wirklich schön zugreifen und das gut verstellen. Jetzt einen Blick auf das Deck. Wir schrauben natürlich unten einmal auf. So, und da sehen wir das Ganze jetzt. Ich habe hier meine Coil da drinnen. Wunderschöne Geschichte. Das heißt, ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, ganz egal, ob von links herum oder von rechts herum gewickelt, ihr könnt hier das hier auf beiden Seiten exakt einklemmen. Es verrutscht auch nicht gleich der Draht, wenn man hier hineinlegt. Hält sehr gut, hat hier schöne Führung da drinnen. Watteverlegung, bitte spart hier nicht bei der Watte. Schön hier bis da unten hineinlegen, da seht ihr, wo das Liquid jetzt hier auf die Watte trifft. Auf gar keinen Fall da wirklich zu sehr sparen. Stopfen wie immer ist ein Blödsinn, aber das Teil hier vertragt reichlich Watte. Luftführung seht ihr jetzt von hier, wo denn hier die Luft direkt auf die Coil kommt, hier schön von unten direkt drauf. Es ist wirklich leicht zu verbauen. Es ist ein Deck, das wirklich sehr, sehr einfach ist. Da kannst du nicht sehr viel falsch machen und es verzeiht auch, wenn du jetzt mal ein bisschen ungeschickt vielleicht bist, eben mit dem Draht. Ja, also diese Drahtführung da drinnen funktioniert sehr gut, wenn du Draht hier einlegst. Das rutscht dir nicht sofort aus der Schraube wieder raus beim Zudrehen. Die meisten von euch wissen, wovon ich jetzt gerade rede. Das ist sehr, sehr gut gelöst. Gehen wir jetzt einmal direkt zum Vergleich mit dem GT4. Da habe ich jetzt beide Teile nebeneinander. Der GT4 war ja 25 mm im Durchmesser, 5 ml Tankkapazität. Und wie ihr seht, er war auch deutlich höher. Ich habe das jetzt gar nicht wirklich im Kopf, aber ich glaube so knappe 6 cm Länge. Also das ist natürlich jetzt hier, heißt ja auch S, ist natürlich dann hier auch die kleinere Variante. Hier, wie ich euch gesagt habe, hier oben, da seht ihr jetzt, was ich meine mit dem Vorsprung vom Triptip.
Und wie gesagt, Kammer ist die gleiche, Airflow ist genau gleich aufgebaut. Open Draw Plus Pole vom GT4 passt hier ebenfalls in die S-Version hinein. Ist natürlich auch eine sehr gute Geschichte, kann man bei beiden verwenden. Ich dampfe jetzt einmal das ganze Teil hier. Ich liebe den Geschmack. Ich liebe ihn wirklich, ist natürlich wie immer wicklungsabhängig, ist keilabhängig, was ihr da drinnen verbaut. Wen es interessiert, ich habe jetzt hier 0,34 Ohm und 40 Watt. Das Einzige, was ich jetzt habe, genau, ich möchte persönlich ein bisschen einen strengeren Zug haben, werde mir hier die Airflow ein bisschen enger drehen. Das ist jetzt genau meins. Ein wahnsinnig guter Geschmacksverdampfer. Wie erwartet von Smoker Store, kommt ja wieder in so einer schönen Verpackung daher. Wie erwartet von Smoker Store, eine wunderschöne Verarbeitung. Klappt wieder mal alles, funktioniert alles, wie man es von Ihnen gewohnt ist. Da kann ich mich nicht wirklich beschweren. Gibt es Nachteile? In Wahrheit nein. Es gibt für mich jetzt nichts, was ich hier als Negativpunkt bewerten würde. Nichts im Alltag. Wie gesagt, es läuft von Anfang an. Das ist sogar einer der wenigen Verdampfer, die ich ausgepackt habe. Und es hat sich bereits alles schön drehen lassen. Du hast nicht irgendwas vorher einschmieren müssen mit Liquid oder so. Das war leichtgängig von der ersten Sekunde an. Gibt's nichts zum Beschweren? Hier schöne Kombi, wie ich ganz hier so finde, mit der Vicious End, mit der Duke 2. Tut sie nichts, schaut wunderschön aus. Geht's zu eurem Händler? Das war ja auch das Thema. Das gab's ja nicht online zu bestellen, sondern da war die Vorgabe, geht zu eurem Händler und kauft es dort vor Ort. Natürlich geht es darum, eure Händler zu unterstützen, ja, dass ihr dort hineingeht, mit denen quatscht, euch ein bisschen umschaut und wieder vermehrt in die Läden geht. Ob dieses Prinzip so beibehalten wird, weiß ich jetzt nicht. Ob die nächsten dann doch auch online bestellt werden können, kann ich jetzt derzeit nicht beurteilen. Bis dato gab es halt immer nur für die Händler ein paar Stück von diesen Geräten. Und der Andrang war auch hier wieder eher größer als leider die Stückzahl. Ja, das heißt, wenn ein Laden 3, 5 oder 10 Stück bekommt, die waren natürlich sehr rasch weg. Hoffentlich kommen die in größeren Auflagen jetzt hinterher oder sogar dann doch auch online. Wie auch immer, lassen wir uns alle überraschen. Schaut euch das auf jeden Fall mal an in eurem Shop. Bisschen plaudern, umschauen, was es Neues gibt, wieder mit anderen Leuten sich mehr austauschen. Ich finde es mehr und mehr eine gute Idee, nicht online zu bestellen, sondern wirklich aus dem Laden das dann direkt mitzunehmen. Hat euch das Video gefallen? Abo abschließen, Like da lassen, Glocke aktivieren. Ach ja, E-Zigaretten, immer noch leben. Macht's was gut. Bis demnächst. Tschüss.